Hallo und willkommen zum Let's Play Angelsimulator. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute möchten wir Ihnen wieder etwas ganz Besonderes vorstellen. Wir werden heute angeln. Da bleibt doch nur zu sagen, Petri Heil, meine Damen und Herren. Zuallererst stelle ich Ihnen den Singleplayer-Modus dieses Spieles vor. Und zwar kann man hier praktisch mit diesen Angeln, die nimmt man sich, man hat hier so ein kleines Magnet dran und kann jetzt hier praktisch aus dieser Angelbox sein Glück versuchen. Wir spielen hier ohne Mods und ohne Texturenpakete, einfach der pure Realismus. Fangen wir an mit dem Gameplay. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich hier auf einfach gestellt habe. Ich bin nämlich, was Simulatoren angeht, nicht so fortgeschritten. Gut, ich wähle hier die rote Angel, ganz klar. Und damit werde ich jetzt hier wunderbar in dieser kleinen Angelbox hier rein. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Man benötigt auch ein bisschen Skill dafür, ein bisschen Aiming fast, um es mal so zu sagen. So, ich werde blind spielen, das heißt, ich werde nicht in diese Box hineinschauen. Und da haben wir auch schon was geangelt, meine Damen und Herren, und zwar ist es die Schatzkiste. Die wird bestimmt 30 Punkte geben. Legen wir jetzt natürlich hier mal in unser Inventar hinein. So. Und jetzt fangen wir mit Runde 2 an. Es ist ja ein rundenbasiertes Spiel hier. Mal schauen, was wir angeln werden. Ah, das will jetzt nicht. Na, hat was angebissen. Ja, jetzt. Was haben wir angelt? Oh, es ist ein bunter Kabeljau, meine Damen und Herren. Das ist unglaublich. Bestimmt wird er uns später auch 50 Punkte geben. Ich lege den jetzt auch mal bei uns ins Inventar hinein. So, Runde 3. Da schon direkt wieder etwas geangelt. Oh, meine Damen und Herren, es ist einfach nur unfassbar. Was haben wir jetzt an die Leine bekommen? So eine Flunder oder sowas, auch schön bunt. Wird auch mit 25 Punkten bestimmt belohnt werden. Ab ins Inventar damit. Runde 4. Vorab muss ich sagen, also das Spiel, das hat 10 Runden. Und mal schauen, was wir alles so in 10 Runden angeln werden. Ich bin gespannt. Ja, das ist, man muss da schon wirklich eine ruhige Hand auch haben. Oh, wir haben wieder etwas gefangen, meine Damen und Herren. Das ist diesmal ein Schwertfisch. Auch ein sehr, sehr seltenes Exemplar in den Weltmeeren, ist natürlich das auch von der Greenpeace und so, sind die geschützt. Aber hier in dem Spiel, da wird Realismus groß geschrieben und wir können hier einfach alles angeln. Super. Gut, also ins Inventar. Fünfte Runde. Hat schon wieder was angebissen. Nein, natürlich nicht. Verdammt nochmal. Ja, man muss natürlich auch wirklich Konzentration noch dabei bewahren. Ah, da hat was angebissen. Jawohl. Wir haben hier eine Forelle oder sowas in der Art. Ist natürlich jetzt nur so ein Standardfisch in dem Spiel, aber trotzdem besser als nichts. Ins Inventar gelegt. Runde 6. Na? Wo haben wir denn hier was? Beißt auch mal was an. Vielleicht müssen wir auch mal einen Köder an unserer Angel befestigen. Nein, Erfolg, wir haben wieder etwas gefangen. Es ist unfassbar. Einen grünen Hering haben wir jetzt hier aus den Tiefen des Meeres befördert. Werden wir natürlich jetzt auch erstmal schön ins Inventar ablegen.
und gleich auch gegen Erfahrungspunkte eintauschen. Wir können dann später, können wir auch unsere Skills so ein bisschen hochleveln, wie zum Beispiel verbesserte Angeleinholung auf Level 2. Darauf bin ich natürlich auch bedacht. Ja, läuten wir doch jetzt einfach mal Runde 8 ein. So. Hier wieder schön mit der Angel. Die Angel wird ausgefahren. Auf zu neuen Taten hier, meine Damen und Herren. Und es hat wieder was angebissen. Was ist es diesmal? Es ist eine leere Büchse. Diese Büchse ist natürlich aus Chrom, hat eine Chromlackierung, ist hat die sehr, sehr viel Wert, gibt 100 Punkte. Ins Inventar damit. Und weiter geangelt. Runde 9. Es hat wieder was angebissen. Was ist es diesmal? Es ist ein Stiefel mit einer Krabbe. Nicht ganz so wertvoll, aber trotzdem die Erfahrungspunkte, die nehmen wir uns jetzt mal mit. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 erst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich. Okay, machen wir doch weiter. Noch zwei Runden stehen uns aus. Und angebissen, meine Damen und Herren, unwahrscheinlich, was wir hier haben. Wir haben hier wieder einen kleinen, was gibt denn noch so, Makrelen haben wir jetzt hier gefangen. Und ja, ist natürlich jetzt auch vom Punktekonto her nicht allzu gut. Aber dennoch, der Erfolg ist da und der Erfolg erzählt. So. Letzte Runde, meine Damen und Herren. Jetzt wird es nochmal spannend. Die Angel wird eingeschmissen hier in die Fluten des offenen Meeres. Und mal gucken, was wir uns jetzt hier wieder Zauberhaftes ans Land befördern. Gucken wir nochmal. Na, ganz langsam die Angel hier schön pendeln lassen. Und ich merke gerade, es hat was angebissen, meine Damen und Herren. Es hat was angebissen. Was ist es? Es ist die Flasche mit einer versteckten Botschaft drin. Diese Flasche wird uns bestimmt die nächste Quest geben. Und ich bin gespannt, was sie uns denn jetzt mitteilen wird und was wir für eine Aufgabe überhaupt bekommen werden. Ich will hoffen. Ja, dass wir auch so ein anderes Level vielleicht in der nächsten Folge jetzt mal zu sehen bekommen. Das war jetzt erstmal ein kleiner Eindruck vom Gameplay. Und ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Man sieht ja auch so diesen Realismus und auch so dieses, ja, diese waschechte Simulation. Wie gesagt, das war nur der Singleplayer-Modus. Es gibt natürlich auch einen Multiplayer-Modus hier im Hot Seat-Modus. Wenn man jetzt zum Beispiel jemand anderen einlädt, wir haben ja, wie gesagt, zwei Angeln, eine gelbe, eine rote. Und ja, da kann auf jeden Fall schön zusammengezockt werden. Schöne gemeinsame Abende kann man sich damit machen. Die Systemvoraussetzungen dafür sind jetzt auch nicht sonderlich hoch. Also man braucht an für sich nur nicht allzu viel Gigabyte dafür, sondern einfach nur einen Tisch. Und ja, finde ich nicht schlecht. Also kann man sich auf jeden Fall lohnt sich die Anschaffung und für mich der realistischste Simulator, den es derzeit auch auf dem Markt gibt. Somit möchte ich mich vom Part 1 hier verabschieden, vom allerersten Let's Play von Angel Simulator. Und ich hoffe, dass wir uns zu Part 2 vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag und auf Wiedersehen.